Ray Dalio war sehr lange ein Bitcoin-Skeptiker und sagt jetzt, Bitcoin ist eine verdammt gute Erfindung. Darüber müssen wir sprechen, denn das ist der Ritterschlag für Bitcoin, oder? Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Ray Dalio ist jemand, dem ich, ihr habt es in vielen Videos mitbekommen, schon sehr, sehr lange folge. Und nicht erst jetzt, seitdem ihm Bitcoin gefällt, sondern schon tatsächlich viel länger, sogar schon viel länger, als es diesen Kanal gibt. Und das hat einen guten Grund, denn Ray Dalio tickt vollkommen anders als ich. Das lässt sich sehr schön darstellen aufgrund der Herangehensweise an die Börse. Ich gebe es ganz offen zu und ihr wisst es auch schon. Als ich mich der Börse genähert habe, da war das etwas Spielerisches. Ich bin ja direkt in den aktiven Handel, in das Trading gekommen. Das heißt, ich war nicht erst viele Jahre Anleger, Investor, ETF-Sparer, sondern ich war relativ jung und ich habe gesagt, so, ich möchte jetzt hier an der Börse Geld verdienen. Das war meine Herangehensweise und auch hier gibt es natürlich immer noch Unterschiede, denn man kann sich einen Mentor suchen, man kann sich vielleicht für Webinare oder für Kurse anmelden, man kann es also wirklich lernen und genau das ist natürlich, was ich empfehlen würde. Allerdings war das Angebot 1997, 98, 98 war mein erstes Fulltime-Jahr an der Börse, also wo ich meinen Lebensunterhalt einzig und allein durch den Börsenhandel bestritten habe. Da gab es einfach nicht so viel. Nicht nur, weil das Internet noch nicht so ausgebaut war, ein bisschen oldschool dieser Begriff, aber es gab einfach noch nicht so viele Angebote. Und die Vorstellung, dass ich jemanden anspreche, ich kannte auch kaum jemanden. Wen hätte ich ansprechen sollen als Mentor? Und tatsächlich habe ich es dann andersherum gemacht. Learning by doing. Ich habe praktisch jeden Fehler an der Börse einmal gemacht, den man machen konnte. Auch im Trading, auch im aktiven Handel. Der Lernprozess ist natürlich sehr viel schneller, wenn ich Hunderte oder gar Tausende von Trades im Jahr mache, als wenn ich weniger Geschäfte im Jahr umsetze, als vielleicht jemand, der eher im Positionstrading aktiv ist oder auch in der langfristigen Investition. So, das hat dann dazu geführt, dass ich diese Fehler gemacht habe und dennoch profitabel war und dennoch dadurch finanziell unabhängig werden konnte. Das lag auch das habe ich hier ganz offen gesagt, daran, dass 97, 98, 99, ja selbst 2000 natürlich goldene Jahre waren. Das heißt, man konnte selbst mit überschaubarem Wissen, mit überschaubarer Kompetenz an der Börse Geld verdienen. Schließlich und endlich deshalb, weil die Kurse unter dem Strich immer gestiegen sind und zwar relativ stark. Ähnelt so ein klein wenig der aktuellen Marktphase. Und deswegen fand ich Ray Dalio so spannend und deswegen hat mir das auch so viel gegeben. Weil Ray Dalio genau anders tickt. Ray Dalio sagt, es gibt klare Regeln und Prinzipien und die lassen sich vorher bestimmen. Und wenn du dich an diese Regeln hältst, dann wirst du Erfolg haben. Im Buch Principles sind es rund 200. Ich habe aber 5 extrahiert, wenn ihr so wollt. Also mir die 5 wichtigsten Regeln rausgesucht, die wirklich den Erfolg ganz maßgeblich beeinflussen. Und die habe ich für euch zusammengestellt. Morgen früh in einem Podcast steht ab 6 Uhr bereit. Kann ich euch nur empfehlen. Es geht hier nicht, und das sage ich auch ganz offen, es geht hier nicht ums Glücklichsein durch viel Geld haben, sondern es geht hier wirklich um den Erfolg und was man dafür machen kann und muss. Und jetzt sprechen wir aber gleich darüber, was Ray Dalio neuerdings mit Bitcoin am Hut hat. Vorab möchte ich aber eine ganz kleine Sache auflösen, denn jetzt waren es doch reichlich viele Fragen. Vermutlich hat es an dieser Uhr gelegen. Euch hat immer schon interessiert, was ich für Uhren getragen habe. Ich habe viele, viele Nachrichten bekommen. Bei dieser Uhr wurde es dann aber richtig heftig. Vermutlich, weil sie ein bisschen Ähnlichkeit hat zu der Seamaster von Omega, könnte sein. Die Hulk kann es nicht sein von Rolex, weil die schließlich und endlich auch eine grüne Lünette hat. Also, ich habe 2, 3 Uhren, ich bin kein großer Uhrensammler, ich habe 2, 3 Uhren, die man als Sammleruhren bezeichnen könnte, von den entsprechenden Marken, die ich nie trage, sondern die praktisch nur als Wertanlage da liegen. Nicht mehr, weil es einfach nicht so mein Steckenpferd ist. Und schließlich und endlich, weil ich bei mir selber weiß, wenn ich eine Uhr trage, von der ich wüsste, ich soll eben nicht irgendwo gegenstoßen, ich soll nicht irgendwo ans Geländer stoßen, ich soll nicht, weiß nicht, über einen Stein kratzen, dann bin ich der Erste, dem das passiert, weil ich auf sowas einfach nicht achte. Ich könnte jetzt ganz pauschal sagen, dass materielle Dinge nicht so meine Aufmerksamkeit haben. Und das ist tatsächlich so. Wenn ihr manchmal mein Auto von innen sehen würdet, also ich bin auch kein Autosammler. Das ist einfach nicht so meins. Nichtsdestotrotz trage ich gerne Uhren, auch in den Videos. Ich nehme sie dann auch immer mal wieder ab. Ich wechsle ganz bewusst hier auch, je nachdem. Ja, passt blau, passt doch auch zum
zum Shirt. Das sind alles dies und die, wie viel sind es? 10, 12, 13 Uhren, Kickstarter-Uhren. Das heißt also relativ unbekannte Marken, keine Uhren für viele, viele tausend Euro, sondern, ihr könnt ja selber mal schauen auf Kickstarter, in den allermeisten Fällen deutlich darunter, vermutlich auch qualitativ. Und auch dahinter steckt nicht der Gedanke, oh, vielleicht finde ich hier die nächste Rolex und dann ist die Uhr so und so viel wert, sondern einfach nur Spaß an der Freude. Das ist alles. Und das ist das ganze Geheimnis um meine Uhren. Jetzt schauen wir aber darauf, was Ray Dalio zu Bitcoin zu sagen hat. Man kann Ray Dalio auf verschiedenen Wegen folgen. Man kann über seine Seite principles.org gehen, man kann über die Homepage seines Hedgefonds Bridgewater Associate gehen und sich eintragen. Eine einfache Möglichkeit, ihm zu folgen, ist auch einfach hier auf LinkedIn ihm zu folgen. Und es geht darum, in diesem Artikel, veröffentlicht am 29. Januar, was Ray Dalio wirklich über Bitcoin denkt. Er hat ihn geschrieben, weil er sich weder von Bitcoin-Promotern noch von Bitcoin-Hatern vor den Karren spannen lassen will. Ja, in der Vergangenheit war Ray Dalio Bitcoin-skeptisch, also sind immer mal wieder welche dahergekommen und haben gesagt, seht ihr, selbst der große Ray Dalio ist gegen Bitcoin, also setzt sich das nicht durch. Das ist aus seiner Sicht ebenso wenig zielführend wie das in den letzten Tagen natürlich gesehen, ne? So, jetzt kauft Ray Dalio, wer jetzt nicht kauft, der hat es ja wirklich nicht verstanden. Das ist nicht seine Intention. Er möchte hier klarstellen, warum Bitcoin aus seiner Sicht Vorteile bietet, aber er benennt auch ganz klar die Risiken. Und was aus meiner Sicht ihn einfach sympathisch macht, und ja, ich weiß, dass es heute nicht so angesagt ist, dass er sich selber nicht als Bitcoin- und Kryptowährungsexperte darstellt. Das heißt, er sagt sogar, nehmt meinen Standpunkt nicht und beruft euch darauf, wenn es um das Investment geht. Ich bin kein Experte. Ich möchte einfach nur deshalb meine Meinung darstellen, weil ich dazu genötigt werde, weil man mich so oft fragt, ja, und weil Bridgewater Fonds jetzt in Bitcoin investieren möchten und insofern er ja offensichtlich seine Meinung geändert hat. Und nur darum geht es. Und das ist aus meiner Sicht insofern eine willkommene Abwechslung, als dass wir ja derzeit normalerweise in diesem Universum das Gegenteil erleben. Warum ist auch klar, wenn jemand etwas kauft und dann steigt es, dann fühlt er sich automatisch wie ein Experte. Das erleben wir auch am Aktienmarkt derzeit. Ich verdiene damit Geld, also muss ich ein Experte sein. Ob das tatsächlich so ist, dürft ihr selber entscheiden. Er sagt, und das ist die Schlagzeile, Bitcoin is one hell of an invention. Also ist eine höllisch gute Erfindung, ist eine verdammt gute Erfindung. Und dass er diesen Ritterschlag verteilt, liegt daran, dass Bitcoin ja letztendlich programmiert wurde und dass es nach 10 Jahren Bestand immer noch weiter an Popularität gewinnt. Und zwar deshalb, weil man damit Wert erhalten kann. Es ist so etwas wie das Gegenstück zu dem momentanen kreditbasierten Geldsystem. Und es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Bitcoin jetzt so erfolgreich ist und andere Kryptowährungen auch. Weil die Menschen mehr und mehr das Gefühl haben, in diesem Geldsystem kann die wahre Geld beliebig vermehrt werden. Und neulich hat jemand im Kommentar geschrieben, so muss das auch sein. Und tatsächlich muss das auch so sein. So funktioniert das Geldsystem. Wir dürfen ja nicht vergessen, ich höre immer Krise 1930er Jahre, vielleicht erinnern sich, oder ja, 20er, 30er Jahre, all diejenigen, die sagen, eigentlich war es im Geldsystem früher besser, die sollten nicht vergessen, dass wir die größten Krisen auf diesem Planeten nicht erlebt haben, als das Geld frei rotierte, beliebig vermehrt werden konnte, sondern die größten Krisen haben wir noch zu dem Zeitpunkt erlebt, als der Dollar fest an Gold gekoppelt war. Dollar/Gold. Das war zu dem Zeitpunkt das Gleiche und dennoch die größten Krisen. Also ein Geldsystem wird allein durch die Kopplung nicht unbedingt besser. Umso mehr suchen aber die Menschen nach Alternativen, um ihr Geld eben tatsächlich sicher aufzubewahren und zwar in einer Anlage, die eben nicht beliebig vermehrt werden kann. Ja, selbst eine Kopplung an etwas anderes heißt ja nicht, es kann nicht vermehrt werden. Man muss nur das andere dann auch vermehren.
Es ist also aus meiner Sicht ein klein wenig naiv zu denken, wenn wir unseren Euro oder den Dollar oder den Yen jetzt wieder an Gold koppeln oder an Bitcoin oder an Agrarflächen oder sonst irgendetwas, was nicht beliebig vermehrbar ist, dass das die Lösung für unsere aktuellen Probleme wäre. Das sehe ich nicht so. Ich sehe aber, dass der Anleger sich schützen muss, gerade jetzt in dieser Phase, denn Geld wird immer weniger wert sein in Form von Kaufkraft. Und Ray Dalio benennt hier natürlich seine Top-Asset-Klasse Gold, denn Ray Dalio war immer schon ein Anhänger von Gold, erkennt aber, dass Bitcoin offensichtlich zu einer Alternative geworden ist, weil die Menschen suchen nach Alternativen, die privat gehalten werden können und die einfach handelbar sind. Und das ist Bitcoin. Gold hat den ganz großen Vorteil, dass Gold eine Jahrhunderte, Jahrtausende alte Tradition hat. Keine Frage. Und ich kann Gold natürlich auch tatsächlich in den Händen halten und dann irgendwo verstecken. Das kann ich mit Bitcoin nicht machen. Kommen wir gleich noch auf den Punkt. Aber ansonsten sieht er die Parallelen absolut. Es geht um ein begrenztes Angebot. Das ist das Entscheidende. Damit etwas im Wert gewinnen kann, wenn drumherum Fiat-Währungen an Wert verlieren, muss das Angebot begrenzt sein. Das ist genau die Variable, die hier unterschiedlich ist zwischen dem Euro, zwischen dem Dollar, dem Yen und Gold oder Bitcoin. Und das sollte vielleicht auch der ein oder andere Skeptiker jetzt einmal begreifen. Und bitte nehmt das nicht als in irgendeiner Form als aggressive Aufforderung, denn ich habe ja sowohl Gold als auch Bitcoin. Aber die Aussage, ja, Bitcoin ist ja nur, sind nur Einsen und Nullen, Gold ist das Wahre. Auch Gold hat ja nur diesen Wert, weil wir ihm den Wert beimessen. Gold hat ja nicht in seiner Funktion diesen Wert. Nicht in der Schmuckindustrie, nicht in der Automobilindustrie, sondern weil wir sagen, Gold hat diesen Wert. Und genau das Gleiche gilt in dem Fall auch für Bitcoin. Den Unterschied, den einen großen Unterschied werden wir gleich besprechen. Also, warum nicht auf beides sich konzentrieren, beziehungsweise beides in die Anlage mit aufnehmen? Auch wenn Warren Buffett ganz konkret auch benennt die Risiken, die sich hier ergeben. Kommen wir nochmal darauf zurück, was aus seiner Sicht entscheidend ist. Wir können natürlich über den Preis einiges sagen. Wir kennen das Angebot. Was wir nicht kennen, ist die Nachfrage. Und das ist der Punkt, der für Warren Buffett oder Ray Dalio, einer muss es ja gewesen sein. Also, wie jeder vernünftige Anleger schaut Ray Dalio, nachdem er investiert hat oder nachdem er sich entschieden hat zu investieren, nicht mehr darauf, wie toll alles wird, sondern schaut auf die Dinge, die schiefgehen können. Und was aus seiner Sicht ein ganz kritischer Punkt ist, wer sagt uns denn, dass nicht morgen eine andere Asset-Klasse wie Bitcoin programmiert wird, die aber von den Anlegern viel eher angenommen wird, weil sie vielleicht Vorteile hat gegenüber Bitcoin, weil sie vielleicht Bitcoin und Ethereum in einem vereinen kann oder. Das werden die ganzen Bitcoin-Puristen nicht gerne hören. Und nochmal, ich bin in Gold und Bitcoin nicht unwesentlich investiert. Das heißt, ich glaube, dass man sich auf diesen Standard einigen wird. Aber dennoch ist es ja sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, was kann passieren, damit ich in meiner Anlage, damit etwas schief geht. Was kann schief gehen? Worauf muss ich achten? Und natürlich kann etwas wie Bitcoin, was aber noch besser ist als Bitcoin, programmiert werden. Und das ist etwas, was Ray Dalio eben auch so beschreibt. Und was er weiterhin sieht, ist das Cyber-Risk. Cyberkriminalität. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wie gesagt, ihr könnt euch das gerne selber en Detail alles durchlesen. Aber er sagt, während er erkennt, dass Bitcoin natürlich offline gehalten werden kann in einem Cold Storage, sagt er auch, dass es ganz, ganz viele Leute genau das eben nicht machen und damit einem ganz großen Risiko ausgesetzt werden, nämlich von Cyberkriminalität. Und mal ganz ehrlich, wenn über Nacht in einer konzertierten Aktion, ja, das ist aufgrund der dezentralen Wirkungsweise sehr unwahrscheinlich. Aber wir nehmen es nun mal an, 5% aller Bitcoin gestohlen würden, dann wäre das ein herber Schlag. Denn genau das ist es natürlich, was Bitcoin eigentlich ausmacht. Und wenn wir anschauen, welche Mengen
welche Mengen dann derzeit an einem Punkt konzentriert lagern, nämlich beispielsweise im Grayscale Bitcoin Trust, wenn es dort zu Cyberkriminalität käme, zu einem Diebstahl, dann würde das den Markt schwer erschüttern. Das weiß Grayscale ziemlich sicher und wird schon einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben. Aber in der Praxis sind ja manchmal die Kriminellen denjenigen, die sich gegen sie schützen wollen, doch etwas voraus. Also, auch das ist für ihn ganz wichtig und das nehme ich auch mal als kleine versteckte Aufforderung. Wenn du das machst, dann lager es richtig. Und ich habe es kürzlich verglichen mit dem Autokauf. Ja, die Deutschen, ihr wisst, solche Pauschalisierung mag ich eigentlich nicht, aber seien wir ganz ehrlich, ja, die meisten Deutschen, zumindest der älteren Generation, ich habe den Eindruck, bei den Jüngeren verliert das ein bisschen, berechtigterweise ein bisschen an Gewicht. Wenn die sich ein Auto kaufen, na, da wird sich aber Zeit genommen. Da geht gerne noch mal ein Tag rum, bis die richtige Motorisierung gefunden ist. Bisschen überspitzt formuliert. So, und wie lange hat es für mich gedauert, der ich kein absoluter Experte bin und auch kein ganz großer Technik-Fan? Ungefähr Nachmittag, ein bisschen weniger. Zwischendurch habe ich mal Fußball geguckt. Ja? Also meine online liegenden Bitcoin offline zu bringen, eine Hardware-Wallet, hat mich keinen ganzen Nachmittag gekostet. Und das ist einfach, was man empfehlen kann. Nur dann sind sie sicher. Und wichtig ist dabei auch, dass man natürlich schaut, was will ich mit meinem Bitcoin? Will ich die nächste Woche wieder verkaufen will? Weil ich sage, ich bin sehr aktiv. Ja, dann ist der Aufwand vermutlich zu groß, sie immer wieder hin und her zu schicken, denn das dauert manchmal. Es kann sogar Tage dauern. Aber wenn ich sage, ich habe die hingelegt und ich will die halten, Monate, Jahre, dann lohnt sich das aus meiner Sicht. So ein Offline-Wallet, Cold Storage. So, und schließlich und endlich befasst sich Ray Dalio in seiner unaufgeregten Art und Weise natürlich damit, auch was, und das ist wahrscheinlich das Damoklesschwert, was die meisten im Auge haben, was die Regierung damit machen will. Und unten steht eigentlich der wesentliche Punkt. Ich nehme an, dass das größte Risiko für Bitcoin ist, dass Bitcoin Erfolg haben wird. Denn wenn es erfolgreich sein wird, dann wird das Government, also die Regierung, versuchen es zu töten und sie haben eine Menge Power, um Erfolg damit zu haben. Genau das ist es. Und genau das ist, was auch viele natürlich ganz, ganz, ganz groß als Risikofaktor sehen. Dass Bitcoin nicht reguliert wird. Regulierung ist was ganz anderes. Regulierung ist meines Erachtens mittelfristig sogar positiv für den Preis. Ein Verbot geht auch nicht, ist dezentral. Aber natürlich kann ich, und um hier mal eine Verschwörungstheorie rauszuposaunen, genauso wie der Goldverbot, das Goldverbot mal nicht besonders lange, aber durchaus in Kraft war, kann es natürlich auch ein Bitcoin-Verbot geben, zumindest aber das Verbot, Bitcoin zu nutzen für irgendwas. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das erst überhaupt eine Rolle spielen kann, zumal man auch überlegen muss, wie etwas, was einfach irgendwo liegt, dann tatsächlich limitiert werden kann in seiner Verwendung, wobei es ja auch immer darauf ankommt, wie viele Leute werden etwas kaufen, was sie eigentlich nicht kaufen dürfen, ja. Das ist ja dann, das Rechtliche spielt ja dann gar nicht so eine große Rolle wie das Psychologische. Ich glaube aber, wir sprechen dann über einen Markt, der viel, viel größer sein muss, der eine viel größere Bedrohung sein muss. Ja, jetzt haben Janet Yellen und Frau Lagarde haben sich mal geäußert zu Bitcoin, aber die befassen sich jetzt nicht in jeder Rede damit. Die werden halt jeden Tag gefragt und dann sagen sie ein, zweimal im Jahr was. Noch wird Bitcoin allein schon aufgrund seiner Größenordnung nicht als Gefahr gesehen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen ja auch ein Trost, dass man sagt, okay, vielleicht wird das irgendwann so sein, wenn Bitcoin so groß ist wie Gold, aber dann steht der Kurs halt auch im hohen sechsstelligen Bereich. Und dann müsste man sich genauso fragen, gilt das Gleiche nicht für Gold auch? Eine Art, darf es so eine Parallelwährung dann geben? Also, ja, das Risiko besteht, aber das besteht letztendlich für alle privat gehaltenen alternativen Aufbewahrungsklassen. Und lastly geht es darum, wie und wohin kann Bitcoin steigen. Und den Punkt beschreibt er natürlich ganz einfach, ganz rational, weil er sagt, okay, wir wissen, dass die Menge ist begrenzt. Wie groß wird die Nachfrage sein? Und er beschreibt hier ganz interessant,
Was wäre zum Beispiel, wenn 10, 20, 30, 40 oder 50% der privaten Holdings von Gold in Bitcoin umgeschichtet würden? Und den Teil möchte ich jetzt mal rauslassen. Es ist nicht so spektakulär, wie man sich das vorstellt. Aber er kommt natürlich hier auf sechsstellige Ziele. Ihr könnt hier dann, wenn ihr euch diesen Artikel anschaut, direkt draufgehen. Wie gesagt, da kommt nicht das bei raus, das sage ich auch ganz offen, was sich die meisten Bitcoin-Anhänger wünschen würden. Und die Rechnung ist auch sehr, sehr konservativ, nach meiner Einschätzung. Also, wir sprechen hier über ein Kursziel von, ich glaube, um 150.000, 160.000 Dollar. Eigentlich schon crazy, ne? Eine Kursverfünffachung. Und ich sage, das ist konservativ. Aber konservativ gegenüber den Kurszielen, die so der ein oder andere Krypto-Experte in Anführungszeichen sonst so raushaut. Gibt ja durchaus Menschen, die sagen, och, eine Verfünffachung im Kurs auf Sicht von ein paar Jahren wäre ja so schlecht auch nicht. Aber seien wir mal ehrlich, viele von denen, die investiert sind, sagen, nee, das muss ja mehr sein. Das ist eure Entscheidung. Jetzt wisst ihr, was Ray Dalio darüber denkt. Und ich glaube, abschließend, er hält sich hier natürlich sehr zurück, das ist aber auch seine Natur. Dass Ray Dalio sagt, Bitcoin ist wahrscheinlich gekommen, um zu bleiben, ist ein Ritterschlag. Nicht mehr und nicht weniger. Das war's für heute. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Montagabend. Macht's gut, bis dann und ciao.